Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen wieder. Diesmal haben wir Aufnahmeprüfung von TU München und zwar vom 2021. Jetzt geht's los. Erste Aufgabe. Der Nenner hier links unten, AB plus B Quadrat ist gleich B mal A plus B. Ja, und der zweite Nenner hier, A Quadrat minus AB ist gleich A mal A minus B. Und wenn wir diese beiden Ausdrücke multiplizieren, bekommen wir AB mal A Quadrat minus B Quadrat. Und wir sehen, dass der hier ist gleich wie der hier. Deshalb wählen wir als Nenner AB mal A Quadrat minus B Quadrat. Ja, zusammengefasst. Und was haben wir hier links oben? Jetzt vereinfachen wir die Terme oben. Und diese zwei Terme sind weg. Und der Ausdruck oben ist doch gleich A minus B im Klammer zum Quadrat durch AB A Quadrat minus B Quadrat. Das war der linke Teil. Und wir schauen uns jetzt den rechten Teil an. B hoch minus 1 minus A hoch minus 1. Das ist gleich 1 durch b minus 1 durch a. Und das ist gleich a minus b durch ab. Ja, das ist der rechte Teil. Und wir müssen den hier mit den hier dividieren. Ja? Okay. Das heißt a minus b zum Quadrat durch ab a Quadrat minus b Quadrat. Multiplizieren wir mit der Umkehrung von dem hier. Ab durch a minus b. Wiederum, diese zwei sind weg. Und was haben wir übrig? Dann haben wir 1 durch a plus b übrig. Ja, das ist die Lösung. Nächste Aufgabe. Wir müssen die Funktion dieses Graphs bestimmen, und zwar ax Quadrat plus bx plus c. Okay. Erste Nullstelle mal zweite Nullstelle ist gleich der Schnittpunkt mit y-Achse durch a. Und erste Nullstelle mal zweite Nullstelle ist gleich minus b durch a. Das heißt, minus 1 hier mal 3 ist gleich minus 1,5 durch a. Das heißt, a ist gleich minus 1,5 durch minus 3. Also eine halbe. Und dann minus 1. Oh, sorry, das hier ist plus. Minus 1 plus 3 ist gleich minus b
durch ein halbe. Das heißt, minus b ist gleich 1 und b ist gleich minus 1. Zusammengefasst, die Funktion lautet fx ist gleich halbe x Quadrat minus x und minus 1,5. Ja. Okay. Nächste Aufgabe. Wir haben Ungleichung mit Betrag. Okay. Erste Möglichkeit ist, wenn x minus 5 größer gleich 0, das heißt x größer gleich 5, dann x Quadrat plus x minus 5 größer als x plus 4. Vereinfachen wir diese Ungleichung, dann haben wir x Quadrat minus 9 größer als 0. Das heißt, x größer als 3 oder x kleiner als minus 3. Jetzt sehen wir die Zahlen gerade. Minus 3, 3, 5. Die Lösung sagt einmal, x muss kleiner als minus 3, nach da, x größer als 3, nach da. Aber welche von diesen beiden erfüllt diese Bedingung? Natürlich diese Region. Ja, deshalb Lösung 1 ist x größer gleich 5. Jetzt betrachten wir die zweite Möglichkeit. Kleiner als 0, das heißt x kleiner als 5. Dann lautet die Aufgabe x Quadrat minus x plus 5 größer als x plus 4. Wir vereinfachen diesen Ausdruck, dann bekommen wir x Quadrat minus 2x plus 1 größer als 0. Wir faktorisieren diesen Ausdruck, dann bekommen wir x minus 1 mal x minus 1 größer als 0. Hier sehen wir, dass x darf nicht gleich 1 sein soll. X darf kleiner als 1 sein und darf auch größer als 1 sein, aber darf nicht gleich 1. Ja? Zahlen gerade hier 1, hier 5. Die Bedingung sagt, x ist kleiner als 5, aber darf nicht gleich 1 sein. Das heißt, Lösung 2. X kleiner als 5 und x darf nicht gleich 1 sein. Wenn wir diese beiden Lösungen zusammenfassen, L1 und L2, dann haben wir die gesamte Lösungsmenge x Element reelle Zahlen ohne
1. Ja. Sprich, alle Werte ohne 1. Okay? Nächste Aufgabe. Okay, wir haben hier den halben Kreis und da drin gibt es ein Dreieck. Und die Strecke AB entspricht genau dem Diameter oder 2-mal Radius. Und mit Satz von Thales wissen wir, dass der Winkel hier 90 Grad beträgt. Ja, das heißt, hier ist 90 Grad. So, gefragt ist hier, der Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Wie machen wir das? Zuerst bestimmen wir die Strecke AC. Und dann bestimmen wir die Strecke BC. Strecke AC ist AB Cosinus Alpha. Das hier ist der Winkel Alpha, ja? Und die Strecke BC ist gleich die Strecke AB mal Sinus Alpha. Also die Fläche von dem Dreieck ist gleich AC mal BC durch 2. Das heißt, AB Cos Alpha mal AB Sinus Alpha durch 2 mit AB gleich 2R, dann haben wir 4R Quadrat Cosinus Alpha Sinus Alpha durch 2. Das heißt 2R Quadrat Cosinus Alpha Sinus Alpha. Weiter vereinfachen, dann haben wir R Quadrat mal Sinus 2 Alpha. Das ist die Identitätsformel von 2 Cos Alpha Sin Alpha ist gleich Sinus 2 Alpha. Und R Quadrat bleibt dasselbe. Fertig. Vielen Dank fürs Anschauen. Lern gut und auf Wiedersehen.